Willkommen zurück zur Minecraft-WG, den ganz verrückten Gurken mit der Obergurke Rathamon. Bitte, ich bin die Ober... Ja, hallo. Mit der Julia-Gurke. Hallo. Und der gurkigen Mief. Hallo. Gurke. Du musst mal hier anbauen, Mief. Guck mal den ganzen Samen an, die du da drin hast. Ja, ich guck mal, ich habe gehört, du brauchst Kartoffeln. Habe ich gehört. Was mitgebracht. Ich will nur meine Samen loswerden gerade. Ja, ich muss gerade auch noch mal ein bisschen was hier reinhauen. Ich muss hier, glaube ich, eine Doppelkiste hinstellen mal. Ich habe noch drei Sorten, die ich nicht reinpacken kann. Ja, warte, ich mach Platz hier, da. Pack rein. Warte mal, das... Wo bist du denn jetzt? Platz in welcher? Genug. Ach, du bist in der da. Links. Links. Ah, ja. Oh, da, Mücken. Oh. Kartoffeln leicht würzig, hast du mir mitgebracht? Was? Gucken, dass ich das mal herstelle. Kartoffeln, die hast du in deinem Inventar. 160 Unzen. Warte mal, die muss ich jetzt da schneiden. Die muss ich mal wieder ein Messer craften. Ich hab, hast du ein Messer gerade zufällig? Erstmal Mücken. Mücken. Ja, pass auf, sonst nicht wieder irgendwelche... Hast du ein Messer? Ja, da. Bitteschön. Ich mach dich Messer. Drinne sind auch noch einige Kartoffeln. Also 40 muss ich machen, ich muss es viermal teilen, dann habe ich ja genug eigentlich. Ja. Habe ich hier noch genug Wasserfässer eigentlich? Nö, nur zwei natürlich. Und die anderen sind ein bisschen vollgelaufen, weil es hat geregnet. Mhm. Gut. In der Essenskiste sind noch, ich zerteile das jetzt mal in 380 Unzen. 40, so ist 40. Das ist auch 40 und das hier sind dann auch nochmal 40. Ich muss immer 40 Unzen machen, ne? War richtig. Ja. Oh, jetzt habe ich es zu klein gemacht. Warte mal. Packe es wieder zusammen. So, okay, 40. Jetzt packe ich hier 40 rein und sag schließen. In Süßwasser, richtig? Ja. So, und hier packe ich auch nochmal rein und sag schließen. Da steht sogar drin. Ah, Ausgabe Wodka steht da sogar dran. Und da steht auch dran, was ich jetzt reingepackt habe. 2. Juli irgendwas, also. Mhm. Das ist ja geil. So, deswegen... Kann das hier nicht klappen hier. Nehmen wir mal hier den Stachelbeeren raus und packen das da rein. Aua! Aua, aua, aua! Mücken! So. Mücken sind nervig. Ach, ja, so ein bisschen. Können wir die nicht irgendwann mal abstellen? Also ich bin echt schon am... Also es wäre halt irgendwie schon geil, wenn man einfach die verbieten in der Mod. Keine Ahnung. Nervige Viecher. Hier sind zu wenig Kartoffeln drin. Hier sind nur, wie viel sind denn hier drin? Das ist da, dass da kein Wodka rauskommt. 39,41 Unzen. Ah ja. Packt. Das wird nicht stimmen, aber ich hab's jetzt einfach gemacht. Das, scheißegal. Also das hier wird Wodka. Das hier wird Wodka. Das hier wird Wodka. Und das hier wird Wodka. Wodka, das drauf, yeah. Wenn ich das jetzt zusammencrafte, dann habe ich hier 45. Da können wir auch Wodka rausmachen. Wir brauchen Wodka. Auf jeden Fall mehr Tonkrüge. Ich muss das schon alles in die Kiste packen. Ja, ich hab meinen Zettel gerade nicht da. Wo ist denn mein Zettel, damit ich weiß, Wodka. Warte mal. Achso, ja natürlich, das kann ich ja im NEI gucken. Ich hab noch nichts abgeerntet jetzt weiter von unseren Feldern, damit das halt nicht anfängt zu gammeln. Ich hab auch viel Zeug, was ich hier irgendwie mal... Ein paar Tage hält das wohl noch, danach, ja. Wir hätten im Übrigen doch nachgucken können, wie man beispielsweise eine Axt herstellt in-game. Das wäre überhaupt nicht schwer gewesen. Ja, ich weiß. Im Nachhinein habe ich nicht was gefunden. Nach Axtkopf suchen, weil wir stellen ja durch die Steine einen Axtkopf her. Ach so, ja. Okay. Weißt du, mein Freund, ne, der hat das alles rausgefunden, Alter. Schon gesagt, irgendwann müssen wir den einladen. Na, dann hätten wir doch unseren ersten Gast, geht. Ne? Die haben auch Samen im Moment, hab ich das. Ja, war ich da, wie das funktioniert. Ich hab gehört, du hast das für mich. Klopf, klopf. Ja. Du willst was. Nein, mach es nicht. Bitteschön, leg ihn vor mir. Danke. Not. Mief kommt Julia besuchen und schreit Nöten. Alles klar. Ich bin raus. Hast du. Auf Wiedersehen. Wir haben noch ein bisschen viel Essen hier, ne? Die Mücken hättest du ja mitnehmen können. Da sind auch noch Kartoffeln. Kannst du noch Schnaps von machen? Mach ich gleich, ja. Wenn ich einen Eimer finde. Warte. Ich gebe dir nochmal ein paar Kartoffeln dazu. Wenn ich einen Eimer finde. Ich kann das ganze Essen nicht hier reinpacken. Die Essenskiste ist voll. Ich nehme mal die Kartoffeln raus. Tu mal Tomaten, Paprika und sowas rein. Scheiße. Na, die Zwiebeln esse ich einfach. Ich brauche einen Eimer. Haben wir irgendwo noch einen Eimer? Kartoffeln. Ja, schmeiß. Haben wir einen Eimer noch irgendwo? Ja, hier. Nimm den. Das ist der Minecraft-Eimer. Wieso hast du den eigentlich immer noch? Wieso? Woher hast du den? Für,
Der lag in so einer Kiste. Damit kann ich Fässer befüllen? Also damit kannst du Fässer befüllen, ja. Das ist gut. Aber pass auf, man kann den nicht herstellen. Das ist also unser bester Eimer, ja? Mhm. Schlafen! Gute Nacht! Ja, ist für die, noch kurz. Für die Felder ist der halt gut. Ja, sonst wäre es irgendwie ein bisschen scheiße. Sonst muss man halt immer. Ja. Schlafen! Ja, gleich! Sag Bescheid, wann, dann kann ich noch ein bisschen weiter befüllen hier. Ich will noch ganz kurz die Feuerstellen hier anzünden. Ich lieg schon mal im Schlafsack. Oh, ernsthaft jetzt? Rabbit. Neuen Feueranzünder holen. Bido, 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 Bido. Jetzt? Jetzt brennt's Feuer endlich. Oh, okay. Schlafen! Gute Nacht. Ratzepü. Feuer hier ist halt einfach ausgegangen. Ich trinke doch gerne Wodka, ja, oder? Ich stelle ein bisschen her. Fertig dann sozusagen. Ja, nee, das ist gar nicht weggebrannt. Ich hoffe, dass mit dem Wodka auch dann hinter Essig gemacht werden kann. Also ich würde muss immer aufpassen mit dem Schlafen, wenn du was mit Feuer machst. Also eigentlich ja, schon das laut ist schon klar, aber das ist einfach nicht weggebrannt. Laut Rezept das ist noch wir, alles drin. Okay, laut Rezept das ist blöd. Ja, nur ja, Alkohol. Welcher ist ja egal. Wieso kann ich jetzt die Kartoffeln nicht zerschneiden mit dem Messer? Hat sich keiner was gesagt, aber da hätte ich mir ins eigene Fleisch keine geschnitten. Ahnung. Hä? Ich hab die doch gerade auch zerschnitten. Hast du noch einmal vorbereitet? Fässer? Hier ist schön auf welche rum, die sind blau, da kannst du Kartoffeln reinpacken. Vielleicht müssen die eine bestimmte wegen Wasser Größe haben. Ich hab noch was? Was? Größe? Hat die nicht, vielleicht nicht die richtige Größe? Kartoffel. Doch, wenn ich jetzt ein Stück abschneide, dann hast du nur noch 159,44 anstatt 160, hä? Oh, da willst du trinken. Irgendwie fehlt der Kartoffel was. Die war nicht vollständig, glaube ich. Die war kaputt. Die war kaputt. So, jetzt geht's. Das daraus jetzt klein machen. Klein machen. Klein machen. Klein machen. So. Schließen. Wodka. Schließen. Wodka. Wen darf ich denn die Krümel geben? Schließen. Die Wodka. Mief. Wow, ernsthaft. Habe ich mich hier eingebaut. Wodka. Was ist hier hinten eigentlich drin alles? Salzwasser ist hier drin. Ah, ja, okay. Wo ist Mief? Da hinten ist Mief. Danke. Bitte. Mehr kann ich gerade nicht machen, weil Ton habe ich gerade keinen mehr. Oh, das können wir dir besorgen. Das ist nicht so weit weg. Naja, das ist kein Problem. Weiß. Aber ich will mich jetzt gerade mal kurzzeitig mal um das kümmern wegen dem Brennen. Ich habe jetzt mal auf Verdacht das da reingeworfen. Vielleicht ist es deswegen wieder ausgegangen, weil die Mischung nicht stimmt, aber das glaube ich auch nicht. Was hast du denn reingeworfen? Kupfer und Zinn, um Bronze zu bekommen. 3, 4, 5. Da war da wieder das Launchbug. 7, 8, 9, 10. Gut, 1, 2, 3. So viel Wasser wieder reinpasst, ne? Wenn das alles zu Wodka wird, dann haben wir hinterher ganz schön viel Wodka. Wodka, Wodka. Wodka. Russen-WG. Oh, schön. Ach du Scheiße. Ach, schon wieder so eine Schlucht. Wo bin ich denn da jetzt dabei? Jetzt müssen wir mal gucken, ich habe doch einen neuen Hut bekommen gehabt. Mehrere neue Hüte.
Oh, wunderbar. Ich hab ne Ravioli hinten auf dem Kopf jetzt. Sehr schön. Ich hab ein Zwiebel auf dem Kopf. Nee, ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Ah, da war noch so ein Kupferbahn. Okay. Vor allem das, was ihr halt gerade macht und so weiter, das ist halt auch in unserer Questbook drin. Das ist schön. Also der Schleifstein, Mühlsteingedönse, das mit dem Essig und so weiter. Boah, das ist doch fein. Wodka. Wodka. Duftkopf. Ach Gott, bin Wodka. Ich jetzt erschrocken. Soll ich jetzt hier warten, bis das da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fässer Wodka stellen wir her. 13. Ach, da ist noch tot. 13 Fässer Wodka. Alles klar. Ja, wo ich bin, noch Stücke von Schnee. Du brauchst wahrscheinlich einfach weiterhin noch unlimited viele Krüge, richtig? Das trifft es ganz gut, ja. Okay, gut. Haben wir auch noch irgendwo Kartoffeln auf dem Feld angepflanzt, oder? Ja, da sind sogar schon welche ausgereift. Einfach mit einer Axt hingehen und kaputt machen. Mit einer Axt? Ja. Oder mit einer Axt? Weil es am schnellsten geht. Und weil's, das. Da, wo die Kartoffeln dran sind, ne? Ah, ja, wo die Kartoffeln, wo die da, Blüten da dran steht, sind. Da steht steht ausgereift. Dran. Ja, ich weiß. Das sind die mit den Blüten. Die Samen mache ich dann da hinten wieder in Dings rein, ne? Ich habe euch ja vor einer Weile erzählt, dass bei uns doch jemand oben neu eingezogen ist, der einfach mitten in der Nacht geklingelt hat wegen, ja, wegen Tür Wodka aufmachen, damit die Couch rumkommt. Ja, hast du erzählt. Wir haben den seitdem nie wieder gesehen. Das ist jetzt über einen Monat her, seitdem der eingezogen ist. Der Postkasten quillt über, sodass wir mittlerweile schon die Tageszeitungen rausgenommen haben, weil die Postboten halt einfach trotzdem weiter reinstopfen wie die Irren. Na, was sollen sie machen? Die müssen es ja zustellen. Ja, aber keine Tageszeitungen. Also Werbeblätter. So. Das ist denen egal. Wochenblatt. Ich lasse die bei mir absichtlich mal drin, so in der Hoffnung, dass sie es nicht reinstopfen, aber vergiss es. Aber der ist seitdem nie wieder hier aufgetaucht. Der ist weg. Spul ist verschwunden. Eingezogen und nie wieder gekommen. Es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass der einfach irgendwie weg ist. Keine Ahnung. Puff und weg. Aber nach über einem Monat macht man sich halt dann schon irgendwie so seine Gedanken, was mit dem Kerl ist. Ob man das vielleicht irgendwann mal melden sollte. Schon mal geklingelt einfach? Die tauchen schon wieder auf. Ja, was soll ich klingeln, wenn der Postkasten überquillt? Vielleicht ist der in Urlaub. Aber nicht seit über einem Monat. Soll es Leute geben. Aber weiß ich, keine Ahnung, als... Vielleicht hat er keine Familie und nix und ist verschwunden und wird nie als vermisst gemeldet oder so. Man überlegt, unseren Vermieter mal zu fragen, ob der denn vielleicht seine Miete auch gar nicht zahlt, dass man dem mal sagt, hey du, der ist weg. Er ist weg, weg und wir sind wieder allein. Das fällt mir manchmal in den Kopf. Kann das mal fertig werden hier? Das ist ja ekelhaft. Wenn ich halt wüsste, wie lang das doch brennt. 9 Stunden übrig. Ah, das steht da. Ne, 3 Stunden übrig. Jetzt. 65,5%. Okay. Er macht da hinter mir irgendwelche Kisten auf. Ich? Achso. Dann glaube ich, gehe ich nochmal Hundi füttern. Aber wir haben noch keine Nahrungsmittel für sowas. Ja, doch. Was frisst der denn? Fleisch oder was? Ja, ja. Hätte ich ja vorhin das Fleisch mitbringen sollen. Nee, passt schon. Ich kill halt unterwegs immer wieder mal was. Ach, falscher Waypoint. Mich nervt das, dass die jetzt plötzlich nicht mehr mitporten. Warum? Na, friss. Da, Friss. Ist nicht zahm genug? Wieso? Ich hab dich doch gezähmt. Willst du nochmal einen Knochen?
Mir irgendwo schon Redstone drin? Ah ja, hier ist Redstone. Habe ich den Fisch noch? Ja, ich habe den Fisch noch. Kätzchen! Kätzchen! Ja, das mit den Tonkrügen ist schon nicht schlecht gewesen. Interessant. Kätzchen! Jan, bleib stehen, ich habe Fisch. Den Fisch mag das Kätzchen nicht. Ach, die müssen auf einen zukommen, ne? Nee. Geht nicht. Ja. Natürlich heb ich auch. Boah, das dauert noch 10 Jahre, bis der gezähmt ist. Alter Schwede. Wenn sie wenigstens mit nach Hause kommen würden, ey. Ach, ich habe auch gerade eine schöne Arbeit. Ja? Ich befülle Fässer mit Wasser. Macht sicher Spaß. Oh ja. Noch eine Stunde, okay. Willst du noch eine Stunde lang aufnehmen? Nee, Minecraft Ingame-Zeit, bis das fertig ist. So. Mache ich ihn so lang. Nicht wundern, hier neben deinem Haus, dass ich nenne es die Wodka-Türme. Okay. Nee. Alter, muss ich jetzt ernsthaft die richtige Mischung herausfinden? Oh. Für was? Für Bronze. Da steht da, 88 bis 92% Kupfer, ja, und 8 bis 12% Zinn. Ja. Was willst du da rausfinden? Steht doch dran. Das muss ich ausrechnen. Wie viel Prozent davon ich von was reinpacken muss. 9 von dem einen, 1 von dem anderen. Ja, klingt einfach eigentlich. Das hier ist kleines Stück, armes Stück, gediegenes Stück, armes Stück. Ja, toll. Die Dinger haben halt unterschiedliche Größen. Einheiten 10. Einheiten 15, Einheiten 10. Also ein Stück von dem einen und 9 von dem anderen. Like Rear Set. Na gut. Warte mal. 2 mal 15 sind 30. 60. Sind 60. Sind 75. 80. 85. Da habe ich mich selbst verwirrt. Das macht ja nichts. Das kenne ich. Passiert mir auch regelmäßig. Also 15. Und 15 sind 30. Und 15 sind 45. Und 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Das sind jetzt 90. Das sind 90. Okay, 23 Fässer Wodka. Reicht das, Beef? Bestimmt erstmal. Kannst du dann einmal wieder, wo soll ich den hinpacken? Ich bin drinne, kannst du mir den geben. Drinne. Müssen wir zufällig bald wieder schlafen? Ah, die Folge ist übrigens schon vorbei. Aber erst seit 4 Minuten. Aber erst eben, easy. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseli.